Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Sabine Günther von Firma Togo Reisemobile. Wir sind für Sie zur Händlertagung nach Reda-Wiedenbrück gefahren. Und hier haben wir die Möglichkeit, Ihnen die ganz brandneuen Fiat Ducato zu zeigen. Es gibt neue Modelle, es gibt neue Küchen. Und Stück für Stück werden wir uns durch die Modellpalette arbeiten. Hinter mir befindet sich der neue Columbus 641. Dieses Mal in der Farbe Profondo Rot Metallic. Und das wird dem einen oder anderen sicherlich besonders gut gefallen, denn es ist etwas Besonderes. Passt auch stimmig zu dem wunderschönen Innenraumkonzept des Fahrzeugs. Der neue Fiat hat ein ganz neues Gesicht. Wenn Sie die neuen Scheinwerfer anschauen, die Sie auch wahlweise mit LED-Beleuchtung bestellen können, werden Sie sehen, dass nicht nur die Scheinwerfer anders sind, sondern auch der Kühlergrill einen anderen Look bekommen hat. Wir haben hier viele, viele Variationsmöglichkeiten, sodass der neue Fiat genauso sein kann, wie Sie ihn sich vorstellen. Auf die technischen Features des neuen Fiat werden wir in einem separaten Video eingehen, aber ich denke, Sie stöbern durch unsere Videos und schauen sich alles an und danach sind Sie allerbestens informiert. Bei diesem super schicken Profondo-roten Fahrzeug können Sie auch einmal sehen, was Vestalia mit Van-Optik meint. Die Oberflächen sind glänzend und werten noch weiter optisch das Fahrzeug aus. Aber jetzt schauen wir hinein. Ganz neu geformt ist die neue Küche. Und diese Küche hat ein Beleuchtungssystem. Sie sehen die integrierten Lichtbänder und damit wird es ein wunderschönes Ambiente im Fahrzeug. Genauso wie die Lichtbänder, die jetzt bereits schon unterhalb der Schränke und im Bad verarbeitet werden. Im 641 ist das Konzept so, dass Sie selbstverständlich die zwei Vordersitze haben, eine sehr komfortable Bank mit Tisch und diesen Tisch können Sie sehr leicht herausnehmen und auch verwenden, um ihn als Außentisch zu sehen. Zeige ich Ihnen. Kein Kraftakt und die Schiene ist bereits hier vorgeführt. Die Sitze sind anders als bei den meisten Kastenwagen ergonomisch ausgeformt und in diesem Fall sehen Sie die Variante, wenn Sie Leder wählen würden, mit Absteppung und mit der bekannten Westfalia Windrose. Und diese Bank ist nicht nur besonders schön, sondern auch super praktisch. Sie klappen einfach die Bank auf und es verbirgt sich ein großer Stauraum in dem Fahrzeug. Die Küche ist gefertigt mit dem HPL-Schichtstoffmaterial und verfügt über vier große Schubladen. Sie können also verstauen, was immer Sie möchten. Und Sie können sich die Arbeitsplatte vergrößern und wunderbar kochen, selbstverständlich mit Piezozündung. Die Spüle hat eine Abdeckung und ein wunderbar funktionales, eckiges Waschbecken. Dieses Modell können Sie wählen, auch mit einem Kühlschrank, der nach unten gesetzt ist, sodass Sie entscheiden, möchten Sie die Arbeitsfläche nutzen und den Kühlschrank tiefer haben oder möchten Sie den Kühlschrank in Augenhöhe. Alles ist griffbereit. Die Spiegeltür erhalten Sie optional bei allen Columbus-Modellen und es liegt bei Ihnen, wie wir dann gemeinsam Ihr Fahrzeug ausstatten. Ja, und das Bett vom Columbus 641 wird Ihnen ganz bestimmt besonders gut gefallen, denn es ist sehr großzügig geschnitten, ausgestattet mit dem Froli-System. Also Sie liegen besonders komfortabel auf hochelastischen Federn. Sie haben sehr gute Matratzenqualitäten, das müssen Sie bei uns einfach ausprobieren. Und Sie können wählen, ob Sie in zwei Einzelbetten liegen wollen oder ob Sie verbunden mit einem Ergänzungsteil ein riesengroßes Heckbett nutzen. Die Betten sind die Fenster sind richtige Rahmenfenster und Sie können das Bett umklappen. Das gesamte Heck ist frei und es gibt eine große Fahrradgarage. Dazu ist das Bett auf einem Gleitschlitten montiert und Sie können den ganzen Korpus hin und her schieben. Kommen Sie bei uns vorbei, schauen Sie es an und Sie werden begeistert sein.
Wir sehen uns dann in Stowe und bis dahin alles Gute. Wir freuen uns, dass Sie unser Video angeschaut haben. Auf Wiedersehen.